Es ist nicht mehr zu glauben. Olaf Scholz ist einer der schlechtesten und unbeliebtesten Regierungschefs weltweit. Und jetzt warnt diese Person vor einem Verlust des Wohlstandes, weil es politische Kräfte gäbe, die die Bösen sind. Aber viele Studien und vor allem auch Forschungsinstitute sagen hier etwas komplett anderes. Olaf der Vergessliche versucht sich jetzt gerade hier aus der Affäre zu reden und vor allem hier natürlich auch den Rechtspopulisten und natürlich auch den Rechtsextremen hier teilweise die Schuld in die Schuhe zu geben für Probleme, die völlig hausgemacht sind. Sei es wirtschaftspolitisch, steuerpolitisch oder natürlich auch sozialpolitisch. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, ich muss wirklich mich zusammenreißen und langsam sprechen, weil sonst komme ich in so einen leichten Rage-Mode. Weil ich gestern schon wieder dazu gemacht habe und mir einfach denke, naja, ich bin selber Chef, ich bin selber Inhaber von mehreren Unternehmen. Ich habe knapp 60 Mitarbeiter und natürlich noch sagen wir so 10, 15 Freelancer, die für mich arbeiten. Das heißt, ich selber bin am Ende als Chefinhaber immer für das verantwortlich, was in meinem Unternehmen passiert. Jetzt ist es so, dass es auch Europa als Unternehmen gibt und dann könnte man sagen, Deutschland als Abteilung. Und natürlich, wenn man sagt, Chef Joe Biden, Europa, dann im Grunde hier die Unterorganisation Deutschland. Und der Abteilungsleiter der Abteilung Deutschland, möchte man eigentlich meinen, laut Titel wäre Olaf Scholz. Olaf Scholz, der sich seit Wochen und Monaten zu keinem nennenswerten Thema wirklich, sag ich mal, äußert, keine Richtung vorgibt, einfach die Koalitionäre streiten sich. Und jetzt ist es so, dass genau dieser Olaf Scholz sich hinstellt und Scholz warnt vor der Zerstörung europäischen Wohlstands. Mit Blick darauf, dass er hier gegen Rechtspopulisten vorgeht und natürlich sagt, Rechtspopulisten stellen sich in ihren Kampagnen gegen unser vereintes Europa und seine Werte. Sie sind bereit, das zu zerstören, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben. Dann natürlich hier in dem Zusammenhang weiteres Blabla. Und spannend ist aber durchaus auch hier, wie gesagt, dass man sagen muss, es wird am Ende nicht besser werden. Denn das Problem ist schlicht und ergreifend nicht, dass im Großen und Ganzen hier die Rechtspopulisten plötzlich so viel Macht haben. Oder dass die jetzt, wie sie auch schon hieß, die böse AfD würde dafür sorgen, dass in Deutschland keine ausländischen Unternehmen investieren. War auch eine Aussage von einem SPD-Politiker. Oder zum Beispiel an der Stelle, dass im Grunde jetzt hier die AfD zum Beispiel ein Standortrisiko wäre. Das interessiert Großkonzerne überhaupt nicht, weil Großkonzerne, denen ist es völlig egal, was im Großen und Ganzen hier passiert. Fakt ist aber, was Großkonzerne, mittelständische und kleine Unternehmen interessiert ist, wie sind die kurz-mittelfristigen Auswirkungen? Und hier stellt sich jetzt sogar, hier laut Welt, Deutschlands Elite-Ökonomen rechnen mit der Regierung ab. Wo man ganz klar sagen muss, die Liste derer, die sich gegen Olaf Scholz stellen, also die bösen, bösen Rechten, also sprich, Fakten sind ja mittlerweile rechts, das haben wir ja schon gelernt, sind schlecht. Wirtschaftswachstum 0,1%. Für die Schwäche des Standards machen sie maßgeblich die Politik der Ampel verantwortlich. Also, wir sehen, Vorsicht, eine Liste lauter Rechtspopulisten, die in dem Zusammenhang in den, ja, sag ich mal, Forschungsinstituten in Deutschland sitzen. Und übrigens auch hier mit Blick darauf in den Parteien sogar. Aber egal. Hier in dem Zusammenhang wird natürlich hauptsächlich Robert Habeck hier kritisiert und vor allem die ständig Streitereien zwischen Vertretern von SPD, Grünen, FDP führten zu einer erkennbar höheren Unsicherheit als in anderen Ländern. Okay, Stefan Knotz, ganz klar, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, ganz klar, laut Olaf Scholz, damit ein im Großen und Ganzen Rechtspopulist. Denn Fakt ist lustigerweise, in allen europäischen Ländern geht es den Leuten wesentlich besser.
Dann natürlich, 5 an dem Gutachten beteiligte Wirtschaftsinstitute senken ihre Prognose für das laufende Jahr deutlich. Hier 0,1%, im Herbst hatten sie noch 1,3% prognostiziert. Dann zum Beispiel hier, der Krankenstand, die Produktivität, zudem sinken die Exporte. Naja, was ist denn aktuell wieder das Thema? Es wird öffentlich darüber diskutiert, das Bürgergeld und andere Sozialleistungen weiter auszubauen. Anstelle endlich mal hier, ja, ich weiß, es gibt das Geheule dann gleich wieder über die Agenda 2010, aber Fakt ist nun mal, wir sind hier auf einem Niveau, wo man ganz klar sagen kann, das müssen andere Länder erstmal aufbauen und die haben die Motivation. Produktivität ganz klar beeinträchtigt. Warum? Weil zum Beispiel auch die Ampelkoalition hier durchaus natürlich keine Lösungen präsentiert, die oder sag ich mal Ansagen macht, okay, wir gehen jetzt diesen Weg. Sondern wie hat man es denn erlebt? Es wurde im Grunde bei dem Treffen zwischen Robert Habeck, Christian Lindner und Olaf Scholz, der hat wahrscheinlich eh das schon wieder vergessen, wurde ja besprochen, wir haben an dieser Stelle jetzt hier die Landwirtschaftsthemen damals abgebaut. Was war? 2 Tage später, Cem Özdemir völlig überrascht plötzlich, er hat keine Ahnung, dass da was da aber geplant war, stand aber wie gesagt in einem früheren Plan zusammen schon mal drin. Plus an der Stelle muss anscheinend auch Cem Özdemir da schon in Kontakt gewesen sein mit den entsprechenden 3 Personen. Plus an der Stelle plötzlich wieder die komplette Rolle rückwärts. 3 Tage komplette Rolle rückwärts. Dann weiter geht es natürlich die Wettbewerbsfähigkeit. Dabei vor allem natürlich Energiepreise. Ja, da muss man halt schlicht und ergreifend die Steuern senken. Stromsteuer, Netzentgelte, was es alles gibt, wo im Großen und Ganzen hier, sag ich mal, auch die Preistreiber sind. Natürlich auch die Umsatzsteuer für Privatpersonen. Das ist zum Beispiel das große Problem Chemieindustrie. Goodbye Deutschland und hello USA zum Beispiel. Ein Thema. Oder auch China. Dann der RWI Leibniz-Institut sagt weiter hier an der Stelle, Subventionspolitik von Robert Habeck, Grün, mit der Unterstützung einzelner Unternehmen mit Milliarden habe die Bundesregierung den falschen Weg eingeschlagen. Ich habe schon vor einem Jahr gesagt, da haben auch viele in den Kommentatoren sich lustig gemacht über meine Aussage, als ich gesagt habe, der Weg mit TSMC, der Weg mit Intel, völlig falscher Ansatz. Warum? Weil schlicht und ergreifend nichts bringt, einem Unternehmen 10 Milliarden oder mehr hinterherzuschmeißen. Bringt einfach nichts. Genauso, das hätte da mehr gebracht, als hätte man diese Milliarden schlichtweg einfach in Steuersenkungen investiert und gesagt, wir reduzieren den Körperschaftssteuersatz, wir reduzieren die Einkommensteuer und. Da hätte man wesentlich mehr erreichen können, denn dann hätte man hier auch wieder den Unternehmen und vor allem auch dem Eigenkapital, was essentiell ist für Unternehmen, hier wieder Luft verschafft. Also auch RWI Leibniz-Institut, Rechtspopulisten. Wir merken es uns. Dann an der Stelle, weiter geht es natürlich auch hier, Konsumenten haben Unsicherheit natürlich, das ist auch ganz klar, IFO-Institut, auch laut Rechtspopulisten, wissen wir. Hier soll man aber mittlerweile auch ganz klar sagen, reinen Wein einzuschenken. Zum Beispiel hier auch mit Blick auf die Rententhematik. Hier ist es im Großen und Ganzen so, dass mittlerweile keiner mehr weiß, wie lange muss ich eigentlich arbeiten oder sonstiges. Schuldenbremse, kein Allheilmittel. Die SPD, Saskia Esken und Lars Klingbeil vorne ran, wie eine kaputte Platte, die einen Schlag hat, immer wieder Schuldenbremse ausheben, Schuldenbremse ausheben, wird die strukturellen Probleme nicht lösen. Denn das sollte man mittlerweile auch in der Politik kapiert haben, dass das bei den Startups, vor allem in den letzten Jahrzehnten, hier zu massiven Problemen geführt hat. Du kannst auf ein Problem, das existiert, nicht Geld draufwerfen, wenn nicht hier der Prozess, die Produktivität, die Wirtschaftlichkeit, sonstiges sich einfach verbessert. Aber alles Rechtspopulisten. Dann gehen wir weiter. In dem Zusammenhang geht es natürlich hier vor, natürlich behutsame Reformen der Schuldenregel, ganz klar, kann man machen. Wenn man aber hier ganz klar festschreibt, dass die Schuldenbremse nicht im Großen und Ganzen, dass der Haushalt übrigens auch, und das ist das, was man auch aufpassen muss, nicht, dass man sagt, die Schuldenbremse darf für Investitionen ausgehebelt werden. Denn hier werden dann die Leute hergehen und sagen, ja, okay, dann machen wir alles, was Soziales ist, im normalen Haushalt, alles was Umverteilung ist, ist im normalen Haushalt und jedes Mal für die Schuldenbremse verschulden wir uns weiter für Investitionen. Deswegen, wie gesagt, ich sage ganz ehrlich, der Schuldenbremse glaube ich an der Stelle nicht, dass das zielführend ist, sondern das wird ein noch größeres Problem. Hier zum Beispiel auch Leibniz-Institut Wirtschaft Halle, hatten wir auch ganz klar, Rechtspopulisten. Immerhin macht ein Ökonom auch etwas Hoffnung, das ist durchaus positiv. Ist natürlich so, im bisher Dreiklang aus lahmender Konjunktur, lähmender Politik und leidendem Wachstum ändert sich nur die Konjunkturtonlage von Moll auf Dur, sagt hier Herr Kotz. Das ist auch so ein Thema, avanciert der private Konsum noch zum wichtigsten Triebkraft der Konjunktur, der zieht aber nicht so stark an.
Hier ist es natürlich aber so, man hofft immer noch, dass hier zum Beispiel ein Weckruf für die Bundesregierung vorhanden ist. Denn, wie gesagt, ansonsten könnte es richtig problematisch auswerden. Denn, wie gesagt, auch das Wachstumschancengesetzchen hier ein Rohrkrepierer. Weiter geht es natürlich aber auch. Noch mehr Rechtspopulismus hier an der Stelle von Dagmar Rosenfeld. Nach nur 2 Jahren schon der unbeliebteste Regierungschef. Also wie gesagt, hier übrigens zur Info, auch da ist es so, ganz klar, Olaf Scholz ist der unbeliebteste Regierungschef weltweit. Auch laut der Rechtspopulisten, im Grunde alle Nazis, außer im Grunde hier die, die Olaf Scholz weiterhin wählen. Muss man ganz klar sagen. Ist die einfache Antwort auf alles. Alles, was nicht passt, ist dann böse rechts. Und schon hat Olaf Scholz, kann es wieder zurücksetzen und sagt, ha, denen habe ich es aber gegeben. Also sprich, New York Times, Amerikaner, Asiaten, alles Rechtspopulisten. Gehen wir weiter natürlich, wie es zum Beispiel auch andere Medien hier schreiben. Nehmen Sie die Klagen der Wirtschaft endlich ernst. Fakt ist, man wird sich mit Bürgergeld, wird man sich vielleicht ein paar Stimmen kaufen, aber bald kein Eis mehr kaufen können. Denn in dem Zusammenhang ist es so, dass es hier durchaus immer mehr Konzerne gibt. Zum Beispiel hier, der Termin am Montagmorgen ist nach dem Geschmack von Olaf Scholz. Spatenstich Eli Lilly im rheinland-pfälzischen Elsee. Der US-Pharma-Konzern investiert dort nahe Mainz 2,3 Milliarden in neues Hightech-Werk. Und für diese Ansiedlung müssen noch nicht einmal Subventionen fließen. Also alles am besten am Standort Deutschland. Ganz sicher nicht. Denn in dem Zusammenhang ist es so, dass hinter den Kulissen fallen drastischere Worte. Nicht nur ignorant, sondern auch arrogant verhalte sich der Regierungschef gegenüber der Wirtschaft. Was in einem Lieblingssatz besonders deutlich wird. Der muss anscheinend wirklich mittlerweile sehr oft, das bestätigen auch mittlerweile andere Verbände, sagen, das ist ein Standardsatz. Und zwar das Mini-Wachstum, wie gesagt, geht weiter hier. So ein grünes Wirtschaftswunder mit Wachstumsraten wie in 50er und 60er Jahren versprochen. Aber dementsprechend ist das natürlich hier weg. Deutschland auf der Zuschauerbank, Digitalisierungsdesaster im Großen und Ganzen. Da kommen wir jetzt noch zum anderen Video. Denn wer digitalisieren will, der muss schlicht und ergreifend mit vorhandenen Ressourcen das Beste herausholen. Wer jetzt hergeht, wie zum Beispiel Lisa Paus, die sagt, hey, ich brauche mal mehr Kohle. Und ja, egal, ob es jetzt 12 Milliarden sind oder 2,4 Milliarden, Christian Lindner, schreib mal irgendwas rein in deinen Bundeshaushalt. Es wären sowieso viel mehr, genauso wie im Sozialhaushalt. Völlig egal, einfach ein paar Milliarden reinschreiben, das merkt schon keiner. Und am Ende müssen wir halt uns neu verschulden, ein bisschen Steuern rauf. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Das ist das Problem, was Deutschland aktuell hat. Und das Digitalisierungsdesaster ist dort auch, sag ich mal, ja, ein Hauptpunkt. Denn, wie gesagt, alle Länder schaffen es sicher, rechtssicher, digitale Transaktionen zum Beispiel auch mit Bürgerthemen und Ähnlichem abzuwickeln. Nur Deutschland nicht, weil man hier so weit hinterher ist. Und weil man hier schlicht und ergreifend einfach endlich es mal geschafft hat. Also ich warte ja seit 2018, hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass die E-Rechnungspflicht kommt. Jetzt ist es wieder so ein verkapptes Ding. Ja, müssen Unternehmen machen mit unter 800.000 Euro nicht und sonstige Ausnahmeregelungen. Wieso nicht einfach mal hier Nägel mit Köpfen machen und sagen ab 2026, jedes Unternehmen im B2B- und B2C-Bereich würde man auch was für die Umwelt tun. Aber nein, man sieht schon, es ist hier im Grunde eine Koalition der Kompromisse, aber ohne Kompass, könnte man so sagen. Das heißt, jeder Kompromiss führt aber in alle Richtungen und damit ist der Kompass im Großen und Ganzen nur am Kreisen und nicht im Grunde in eine Richtung zeigend.